Wirklich überhaupt. So, Taste 1 hämmern, um die Shotgun rauszunehmen. Ja, der erste Part ist geschafft. Der erste, ich dachte, das war schon. Das ist der erste Part nur. Und der zweite ist. Ich dachte, das war schon. Nein, der zweite ist eigentlich noch viel härter. Auch gut. Ich sag ja, das ist lang. Also, wie gesagt, der Bosskampf wird mehrere Parts sein. Definitiv. Na gut, zumindest kriegen wir dann Resi auf jeden Fall noch mindestens 50 Parts dann, ne? Denk mal, ja. Mit Abspann. Wir wollen ja auch noch ein Special-Video dafür machen. So, jetzt müsst ihr uns aufpassen. Jetzt kommen bald Quicktime-Events. Aber das machen wir erst später hinterher, ja, wenn wir das dann vorbei haben. Ja, eben. Irgendwann mal. Ja. Hier lost it completely. Sieht aus wie ein Vampir. Wie sind Augen? Ja, ungefähr. Resident Evil gibt's aber keine Vampire, das war bei Underworld. Und bei Twilight. Das ist Underworld besser. Ja. Underworld ist gut. Ja, voll geil. Oh mein Gott. Vor allem mit Chris ist schnell und Shepard ist nicht so schnell. Vor allem weil mit Victor. Chris ja auch so beladen ist und Shepard trägt ja fast nichts und deswegen ist Chris auch viel schneller als sie. Ja. Ja, er hat sie sehr weit abgehängt. Ich war einfach mehr Sport machen. Ja, echt, ey. Man sieht ja an ihr, dass sie überhaupt keinen Sport macht. Das sieht man ja total. Ja, sie ist voll unsportlich. Ich denke mal, das Einzige, was gemacht wird an Sport, das können wir uns beide denken. Tennis? Ich hoffe, du weißt, was ich damit meinte. Ja, natürlich, weiß ich. Gut. Ich frage mich nur, mit welchen Partner sie da nimmt. Weil es ist halt Partnersport. Partner oder Teamsport. So, jetzt kommen nämlich die Quicktime Events, du musst ein bisschen aufpassen. Tja, selbst im Bett muss man kooperieren. Jetzt hast du es gesagt. Er hat doch nur Bett gesagt. Ja. Mensch. Ja, was kannst du groß für Sport auf dem Bett machen? Oder im Bett? Schach. Schach ist ein Sport. Schach ist ein Sport. Das ist der langsamste Sport der Welt. Ah ja. Der Sport wird teilweise voll unterschätzt, wa? Ja. Auch gut. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global. Es geht gleich hier Quicktime-Events los und das geht mit einem Folgensack. Geht der zweite Part schneller? Nein. Also wir haben jetzt, glaube ich, so ungefähr 8 Minuten oder so gebraucht. Und der zweite wird mindestens nochmal 10 Minuten dauern. Oh, gibt's noch einen dritten, werde ich hier. Oh, na dann ist ja gut. Außer wir fehlen. Das ist okay, er schießt auf Shepard gleichzeitig weiter beschissen muss. So, jetzt wieder ein Quicktime-Event. Da übrigens auf der Waffe steht irgendwas drauf, ich weiß nicht was, aber es ist ein Easter Egg. Oh, Shepard Heroism. Was vielleicht auf Teil 6 hoffen wird. Ist es. Stell mich ernsthaft vor. Losreißen. So, das haben wir geschafft. So ist ein Judo. Jetzt hat das in. Ich hab dich doch schon vor. So, das, was jetzt kommt, ist auch so geil. Pass auf, gib mir Deckung. Gib mir Deckung und sie rettet dein Herr. Geil. Ist klar. Ich bin Deckung. Oh, ich geh mal hinter dir her. Genial. Yo. Geil ist doch, wenn es dann so kommt. Die, was a fucking die, was a fucking die. Nein, nicht. Ja, ich hab diese Worte gesagt. Ich hab die gesagt. So. Jetzt wäre es voll episch. Shepard stirbt, Wesker stirbt. Punkt. Nein, natürlich nicht. Beide sterben und Chris auch. Und da fliegt dann ein Raumschiff. Autopilot. So ist eben kein Raumschiff. Achtung, jetzt kommt ein Quicktime-Event. Da ist es. Wow, ich glaube, ich hab's gerade verkackt. Doch nicht. Oh. Ich hatte eben nämlich schon die Maustaste drin gehabt. Weil dann stirbt mich Shepard. Das darf ja nicht passieren. Ach, komm, 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 komm. Junge, ich weiß, was da kommt. Ja,
dann sorry. Voll episch. Ab in den Vulkan, ab in den Vulkan, ab in den Vulkan, ab in den Vulkan. Jo. Yeah, ab in den Vulkan. Das ist auch voll logisch. Wir flitschen mal eben über die Lava rüber. Gut, wer weiß, aus was für Material das ist. Ja, das denke ich mir auch immer. Weil das Ding soll ja in der überhalb der Atmosphäre fliegen und so, dann müsste das eigentlich. Wollte gerade sagen, wie ein Space Shuttle auch so Kacheln unten dran haben. Kacheln halten ja einiges aus. Wollte gerade sagen, die Atmosphäre ist ja viel, viel heißer als Lava. Ja, die Atmosphäre nicht, aber wenn du da so halt mit mehreren tausend km/h da durchflitschst. Ja, meine ich doch. Ja. Also es wird dann durch die Reibungskasse. Und da wird es auch noch kämpfen. Das ist jetzt Part 2 von dem Bosskampf. Oh Mann. So, wir sind alle ein wenig angeschlagen und steckt der Tag noch in den Knochen. Mich regt gerade auf, dass wir so wenig Muni haben. Ja, vor allem für die MG. Das ist ein bisschen blöd. Momentan greift er dich nicht an? Nein. Denk mal erst, wenn du weitergehst, ne? Ja, genau. Und dann ist ja gut. Also jetzt würde ich mir die Magnum wünschen. Scheiße, wir hätten den Raketenwerfer auch jetzt noch brauchen können. Lad das mal den Granatwerfer noch. Ja, was haben wir denn? Mit Säure bringt uns nicht viel, bei was gar nehmen wir mal lieber die. Wir haben schön viel Shotgun-Muni. Wir haben das. Ich brauche definitiv erstmal ein Highlight-Item. Also höchstwahrscheinlich. Dann gib den Säuregranate rüber. Ich glaube, ich schmeiß die weg, die Säuregranaten, weil ganz ehrlich, die bringen nicht viel. Ja, weg damit. Ich brauche ein Highlight-Item, definitiv. Also höchstwahrscheinlich. Und den Rifle brauche ich definitiv. Also den Rifle muss immer Chris kriegen, das ist ganz wichtig. Die Shotgun, das alles. Übrigens, ich werde gleich deine Tastatur kaputt machen. Dann kannst du 60 Euro bezahlen. Nee, du wirst schon, wirst gleich sehen, was ich meine. 60 Euro, weil es noch gebraucht ist. Ansonsten musst du mehr zahlen. 120 kostet die, wenn du die neu kaufst. Okay, also wir haben Shepard 4. Die hat 3 Heile-Items. Moment, hier gibt es noch irgendwo einen Kraut. Deswegen, ja. Pistolenmunition. Immerhin. Können wir brauchen. Maschinengewehrmuni. Wuhu, Goldbar. Ja, so und so. Hier steht mir auch noch irgendwo. Es steht. Ach ja, ich weiß, wo das steht. Überall Lava ist das eigentlich nicht. Normalerweise hältst du das doch nie aus, ne? Nein, darf ich nicht. Eigentlich gehst du da drin noch ein. Zwar steht hier irgendwo noch so ein grünes Kraut, wo es hier hochgeht, nämlich. Ist das hier? Weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall steht da ein grünes Kraut. Ja, also wenn du 5 Minuten lang das hier machst, dann bist du ja nach schwarz. Wie die Olle in Silent Hill der Film. Wo da was Feuer gehängt wird. Und dann sich die Haut so abschält. Richtig geiler Film. Das okay. Dann haben wir noch Maschinengewehrmuni. Und eine Handgranate, die brauchen wir aber eigentlich überhaupt nicht. Können wir tauschen. Weil wir brauchen die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Die hilft uns nicht weit. So, dann nehme ich die. Kann man eben die Dingens nachladen. Falsche Taste. Völlig falsch, das ist mir gerade total verplant hier. Ja, auch gut. Nee, nicht gut. Okay. Kannst du auch noch weiter laufen? Ach, nee, kannst du nicht. Nee, den kann ich theoretisch noch nachladen, aber praktisch kann ich das nicht. Hier kann man noch einen Edelstein kriegen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie das geht. Der hängt hier irgendwo rum und muss dafür auch im Kampf, wenn der Kampf weitergeht, noch irgendwo hingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Das ist mir auch gerade egal. Es gibt ja auch kein BSAA am Leben. Das wäre es auch noch. Wer bringt denn das da bitte schön hin? Ja, ist das so. Sieht irgendwie geil aus hier, ne? Ich tue nicht nur irgendwas. Nein. Ich hab grad voll keinen Bock auf den zweiten Kampfteil. Tja, musst du aber. So, du sagst, was du willst. Passiert jetzt Folgendes. Wir rennen danach da erstmal weg. Es regnet natürlich. Ganz logisch. Der hat einen Absturz überlebt, obwohl er rausgefallen ist. Nicht vergessen, er ist rausgefallen. Ja, davon hat er sein Hemd verloren, oder? Ja, wenn er so in die Hose anbleibt. So, Butter. Na gut, wenn er noch einen Schlüpfer hat, geht's ja noch, ne? Aber meinst du, der hält das dann raus? Okay. Ja, nicht. Hast du recht. Ultra! Das ist jetzt ein Machumai. Mit Klingen. Machumai setzt Klingenwirbel ein. Es ist sehr effektiv. Chrismon wurde besiegt. Du spielst okay, Pokémon. Shavamon einsetzen. Shavamon. Westermon setzt doch mal Klingensturm ein. Shavamon wurde besiegt. Oh nein! Das Glück vorhanden hat kein kampffähiges Chris und Shavamon mehr.
Chris, Spoon vor allem sucht das nächste Chris und Scheibermann Poké Center auf. Und fällt in Ohnmacht. Nee, warte mal. Das war irgendwie anders. Kaufen wir die nächsten Zombie-Bälle ein. Ich hab mich gerade gekratzt hier, nicht weitermachen. So. Bruder, sieht das hier aus? Ja, kaputt. So, er geht jetzt aber erstmal hinter. Ich glaube hinter uns her. Ich bin mir nicht sicher. Ja, er geht jetzt hinter uns her. So, wir hüpfen hier rüber. Einfach nur weglaufen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Ich habe voll keinen Plan, weil ich den Kampf ewig nicht mehr gespielt habe. Aha, jetzt gibt das zu. Er hat es bestimmt noch nie durchgespielt. Natürlich habe ich es durchgespielt. Ach so. Ja, übrigens, ich werde deine Tastatur in diesen Felsen kaputt machen. Wer? Nee, sag, 70 bis... Ja, eben waren es noch 60. 60 bis 70 Euro. Ja. Kannst du schön blechen dann. Ja. Aber Shepard muss mir hier mal irgendwo helfen, glaube ich. Glaube ich. Auf den Kopf. So, was macht er denn jetzt? Hat er noch einen? Toll. Das ist ja wunderbar. Ah, perfekt. Genau das, darauf hatte ich gehofft. Jetzt kommt mir folgen, das ist jetzt einfach Shepard dahin. Und wir müssen ihn jetzt aufhalten. Bitte. Nothing but loathsome humans. Ja. Die Frage ist. Das Problem ist jetzt nämlich, Shepard bleibt jetzt nicht da hängen, bla bla bla. Hold on, Shepard! Die Frage, ja, du musst dir helfen. Ja. Vielleicht weißt du auch nichts so, irgendwas. Komische Teile. So, die ist aber auch gleich weg da, also Shepard. Voll geil, in der Cutscene kriegen wir hier Quicktime-Events eingeblendet, das ist sehr fair. So, jetzt muss man mich hier runterrennen. Lalalalalala. Lass mal Shepard schön heilen, denn ich brauch die noch. Aber ich sag nicht wofür. Ich glaube, es kann sich jeder denken. So, Shepard schießt blöderweise auf mich, das ist nicht so schön. So. Und jetzt, hüpfe ich mal.